So, wieder einmal ein allerherzlichstes Hallo und herzlich willkommen bei Dark Souls. Wir waren hier immer noch in Anor Londo, einem wirklich riesigen Gebiet. Wir halten uns jetzt hier schon seit 3, 4, 5, ich weiß nicht wie vielen Folgen auf, kommen aber immer wieder ein Stückchen weiter. Und es ist alles bis jetzt relativ gut machbar. Aber ich denke, wenn wir dann spätestens irgendwann mal bei einem der Bosse angekommen sind. Ich habe gerade echt ein bisschen Faden verloren, wo wir jetzt überhaupt lang wollten. Wir wollten hier, haben die Truhen geöffnet, wollten hier raus und sind jetzt wieder hier angekommen. Okay. Die Tür konnten wir nicht von der Seite öffnen, bilde ich mir ein. Da schließt sich der Kreis. Ach, wir sind jetzt wieder ganz unten im Gebäude. Hier ist das Leuchtfeuer. Nur kurz mal für die Orientierung. Genau. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal die Treppe jetzt noch mal ganz nach oben. Hier muss es ja irgendwo weitergehen. Hier waren wir auch schon. Da ist die Dings. Wir müssen jetzt irgendwie. Ach, jetzt habe ich es begriffen. Okay, wir müssen jetzt irgendwie auf die Treppe kommen. Also hier. Nee. War hier Kollege Schmier schon? Nee, hä, wo sind denn wir jetzt? Ich sehe gerade nochmal durch hier. Es ist wie ein Labyrinth alles. Alles sieht gleich aus. Und man weiß überhaupt nicht, wo man so richtig lang muss. Da ist der Typ. Dort müssen wir noch rein, oder nicht? Diese Sonneneffekte, die waren für Dark. Ich fand die schon immer geil. Die gibt es ja auch in mehreren Spielen, aber bei Dark Souls finde ich es halt extrem cool. Naja, dann sind wir sozusagen da schon ganz oben. Hier ist der. Was war hier oben? Überhaupt schon durchgegangen? Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Achtung, Zufall. Ah, hier runter sozusagen. Okay, was haben wir hier oben? Alter, ey, das ist wirklich ganz schön groß hier alles. Famoser Schatz, okay. Oh Leute, ey, hier will ich jetzt gerade. Gut, schon zu spät, wir müssen jetzt hier runter. Famoser Schatz, na, da bin ich natürlich scharf drauf, ohne Ende. Ah, jetzt können wir. Ach du Kacke, ey, Leute, das schaffe ich nie im Leben. Huch! Bloß gut. Ah, hier haben wir den Drachentöter-Großbogen. Ja, wie kommen wir jetzt hier wieder raus? Ach du Kacke. Ist das vom Spiel so geplant? Ja, es ist okay, hier kommt man durch. Ach, jetzt sind wir hier auf der anderen Seite des. Nee, Quatsch. Ach du Scheiße. Ich bin mir gerade nicht mehr so wirklich sicher, wo wir gerade sind. Ach, nee. Hä? Doch! Ah, jetzt weiß ich, wo wir sind. Ich bin gerade völlig neben der Spur gewesen. Hier ist der Shortcut. Ja, kommst du eh nicht hier durch, oder Kollege? Wenn du dich hier durchzwängst, Hut ab. Auf der anderen Seite hier, da wo das Tor nicht aufging, müssen natürlich immer zwei sein. Einer reicht ja nicht.
das nervtötend. Oh, was steht denn da? Ach du Kacke, wo sind wir hier gelandet, ey? Ey, Leute. Diese Kacke mit dem Zurückspringen. Lass mich mal an Arsch lecken hier. Blöde Drecksviecher. Für die könnte es ruhig mal 2.000, 3.000 Seelen geben. War so klar. Das war so klar. Natürlich! Irgendwie habe ich das schon kommen sehen, dass genau das passieren wird. Na toll, Leute. Och, Mann. Aber jetzt haben wir ja eigentlich wenigstens das Tor aufgemacht. Und können in die Richtung gehen. Nee, Quatsch, können wir nicht. Können wir ja nicht. Ah, das ist ja kacke. Ja, das hätte auch bedeutend besser laufen können. Na, egal. Rennen wir einfach mal, versuch mal durchzurennen. Ich vergesse auch wirklich jedes Mal, wo wir lang mussten, ne? Wo war denn jetzt? Der kommt mir bis hier hoch hinterher geschissen. Nein. Ey, zum Glück werden die kurz gestunt durch meine Schläge. So. Wir müssen einfach immer wieder zu dem... Boah, Leute, ey. Ich glaube, hier war mal richtig. Ich muss sagen, ich laufe hier ein bisschen planlos durch. Weil ich ein bisschen immer wieder vergesse, wo es hier überhaupt lang ging. Ja, das war richtig, okay. Nein. Dann macht er eine Combo. Oder nicht. Also langsam gibt es für jeden Gegner so seine Taktik, die man einhalten kann. Soweit, so gut. Wo mussten wir denn jetzt hin? Jetzt kommen wir hier runter. Das ist ja die andere Treppe. Jetzt müssten wir theoretisch genau hier hinkommen. Sind wir bald wieder bei der Stelle. Oder gehen wir jetzt mal hier ganz runter? Ey, es gibt so viele Wege. Scheiße, ey. Gehen wir denn jetzt lang? Da hinten sind noch mehr Treppen. Kacke, 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 Leute. Was machen wir denn jetzt? Ich würde sagen, wir bleiben unserem Weg erstmal treu. Und versuchen es nochmal auf den Weg hier. Geht's hier hinten auch noch weiter? Ach so, hier geht's lang, okay.
Ich würde gerne echt noch erkunden, was hier... Ach komm, wir machen es einfach nochmal. Ich will echt wissen... was hier noch so auf uns wartet, ey. One-Hit! Krass. Das muss ja richtig gesessen haben. Wir lassen die einfach... Können wir gar nicht auslassen. Ach. Die Gegner nerven mich bis jetzt noch echt am meisten hier. Manchmal gehen sie echt gut und manchmal kämpft man sich hier ewig einen Ast. Ich will auch noch an das Item kommen. Mann, ey, ich falle auch immer wieder auf dieselbe Kacke rein. Jawohl. Oh, Gott sei Dank. Rache ist süß. Da ist mal dasselbe passiert wie mir vorhin. Das ist ein grauer Brocken, okay. Haben wir hier hinten noch irgendwas? Nee. Wir müssen aber natürlich noch die andere Seite hier untersuchen, ja, nichts auslassen. Also kommt mir echt, bis jetzt kommt es mir wirklich immer noch vor, wie das größten Bereich, den wir... Alter, was ist denn das? Ist das ein Schmied? Das ist ein Schmied. Eventuell können wir bei dem jetzt auf plus 10 leveln. Bam. Und noch ein... Oh, der lebt noch. Das haben die noch nie überlebt. Da dachte ich gerade sicher, der ist tot. Dabei war es gar nicht. Das ist ja ein Riese. Gute Stimme. Es scheint Ultraschwert. Großschwert. Können wir hier irgendwas... Nee, ne? Auch nur wieder... Ach, das ist doch kacke, ey. Hm. Wir könnten natürlich auch unsere Rüstung verstärken, aber das habe ich irgendwie noch nie gemacht. Da kommen wir erstmal in Versuchung, unsere Sachen zu reparieren. Wie bekommt man denn Waffen auf plus 10? Wisst ihr, was wir mal verstärken können? Unseren Schwarzhelm. Der ist nämlich stark und hat noch gerade so Gewicht, dass wir ertragen können. Leveln wir den mal auf. Dafür brauchen wir schon Funkeltitanit, ey. Da haben wir den auf plus 3. Das bringt uns schon mal noch ein bisschen bessere Rüstungswerte um den Kopf rum. Aber gut zu wissen, da ist ja noch ein Schmied. Alles klar. Ach, so hätte man auch zum Schmied kommen können. Ach, na gut, woher soll man das immer wissen? Das ist immer so eine Sache. Alter, wie hat denn der uns jetzt getroffen? Wir hatten noch Schild oben. Na los jetzt, ey. Das gibt's doch nicht. Kein Backstep auf die Reihe hier. Sehr schön. Versuch's mit Rollen.
Warum rollen? Was? Du fühlst, wie der schwarze Augapfel erbebt? Was zur Hölle? Oh Mann, Leute, ey. Krass, was geht denn hier ab, ey? Schwarzer Augapfel, haben wir das zufällig im Inventar? Ja. Invasion der Welt des Feuerhüterinnenmörders. Mystische, bei der Leiche eines Hüters gefundene Kugel. Dringe in die Welt des Mörders der Feuerhüterin ein, besiege den Übeltäter und hole die Seele der Feuerhüterin zurück. Okay. Ich habe jetzt ein bisschen Schiss, da runter zu gehen. Weil zwei solche Ritterchen sind ja, wie wir schon erfahren durften, nicht ohne. Natürlich beide gepult. Ich will nur einen pullen. Wir gehen jetzt nochmal hoch, warten bis sie zurück auf ihrer Position sind und dann hoffe ich, dass ich nur einen besiegen kann erstmal, den hinteren. Und mich dann dem zweiten widmen kann. Weil beide gleichzeitig never. Schaffe ich nie im Leben. Das kann man voll vergessen. Wie lange nehmen wir eigentlich schon wieder auf? Schon wieder 16 Minuten, das ist der Wahnsinn. Gefühlt habe ich die Aufnahme vor 3 Minuten gestartet. Locken wir denn mal schön. Ah, vielleicht können wir jetzt von hier die Tür öffnen. Oder auch nicht. Wow. Alter, das sind ja nochmal ganz andere, oder? Die kommen ja noch. Alter, fuck it. Die sind hart. Die sind definitiv nicht einfach. Scheißdreck. Aber wir machen gut Schaden. Ich glaube, da dürfen wir nicht zu nah dran stehen, wenn sie die Attacke machen. Oh! Wow, fuck. Alter. Da hinten ist der Nebel, ne? Da wird der Bossnebel sein. Vielleicht ist das der Hebel, mit dem wir die Tür hier öffnen können. Wofür soll der eigentlich sonst da sein? Und das ist ja dann ein mega Shortcut. Da können wir eigentlich zum anderen Bonfire zurückgehen. Dort speichern. Oh, und dann den ganzen Wichs bisher auslassen und gleich hier zu dem Nebel laufen. Durchgehend. Oh, shit. Da hinten ist der Boss, Leute. Wenn das kein Bossnebel ist, dann weiß ich auch nie, ey. So, hoffentlich können wir die Tür öffnen. Jawohl, das ist eine mega Abkürzung für uns. Da würde ich auch sagen, dass wir jetzt erstmal zurück zum Bonfire rennen. Dort oben, genau, und dann hier weiterspielen. Haben wir in der Zwischenzeit noch irgendwas? Nee. Nee, wir machen das so. Das fühlt sich gerade wie die richtige Taktik an, dass wir jetzt einfach uns erstmal zurückziehen, den Spawnpunkt ändern, da haben wir es definitiv viel leichter. Ja, wenn wir jetzt sterben und dann wieder zu diesem blöden Bonfire kommen, müssen wir den ganzen Weg nochmal latschen und das ist hier definitiv ein angenehmerer Weg. Einfach nur gerade durch und fertig. Anstatt hier den ganzen Scheiß nochmal machen zu müssen. Außerdem können wir dann gleich mal
noch ein Level abmachen von den Seelen, die wir jetzt erfarmt haben. Perfektes Timing. Ah, Leute, wir kommen immer weiter, ey. Geil. Ich bin mal gespannt, wie der, was das hier für ein megamäßiger Boss sein wird, der uns hier bevorsteht. Haben wir nicht eine Feuerhüterseele in der Zwischenzeit irgendwie eingesammelt? Nee, ne? Nee. So, aufsteigen. Dann machen wir erstmal wieder Kondition auf 21, Stärke auf 29. Und sind dann schon Stufe 46. Herbert Lein wird immer stärker. So, dann ab zum Boss, meine Freunde. Das werden wir jetzt noch in die... Ach, wir haben noch 9 Minuten ungefähr. Da können wir ruhig den Boss nochmal versuchen. Wie lange wir uns jetzt schon hier aufhalten, ey. Ich weiß, ich laber immer wieder dasselbe. Es fällt mir selber gerade auf. Aber was soll man groß noch sagen, wenn immer dasselbe Gebiet gespielt wird? Ich bin halt jetzt wirklich gespannt, was für ein Boss auf uns wartet. Das interessiert mich brennend. Endlich mal ein neuer Boss, den ich noch nie gesehen habe. Na gut, den Eisengolem hatte ich vorher auch noch nie gesehen. Aber das war ja mehr so ein Zwischenboss. Weil ein Boss in Dark Souls 1 ist eigentlich, wenn du das erste Mal machst, kommt er dir unmöglich vor. Dann ist es ein richtiger Boss. Dann ist es wirklich nur ein Zwischengegner, wenn er dir schaffbar vorkommt. Ey, wie es mir noch eingefallen ist, ne, wir haben noch so viel vor uns. Weil wir haben ja immer noch die Katakomben. Von denen ich ganz am Anfang des Let's Plays irgendwann mal geredet hatte. Oh, der ist auch respawned. Scheiße. Vielleicht können wir uns hier kurz verstecken. Verzieht euch, ich will nie gegen euch kämpfen. Typi, ey, verpiss dich doch. Rennen wir einfach mal durch den Nebel und mal gucken. Klar, wir rennen jetzt einfach durch. Das habe ich auch bei Dark Souls 2 mal gemacht. Am Ende dann. Ich will wissen, was hier dahinter ist. Ein Bossfight. Oh, Leute, ey. Wer bist... Was bist du denn? Nee. Gegen zwei? Oh, nein. Alter. Alter. Ey, wie soll ich denn hier gegen zwei solche Typen kämpfen? Scheiße! Oh, das ist echt heftig jetzt. Aber die machen aber gut Damage. Oh! Ah, fuck! Oh, Leute, 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 ey. Ah. Fuck. Ey, Leute, hier holen wir uns Hilfe.
Die holen wir uns definitiv Hilfe. Oder? Wenn es nur einer wäre, okay. Aber zwei? Nee. Ich probier's noch mit Hilfe. Da haben wir bestimmt. Also, das ist bestimmt gut machbar. Aber ich will es jetzt einfach mal gerade mit einem Partner versuchen. Mal sehen, ob hier irgendjemand ein Zeichen auf dem Boden gekritzelt hat. Bei denen ohne Hilfe ist bestimmt unmöglich. Wir haben ja schon wenigstens mal gehittet. Aber zwei gleichzeitig sind natürlich äußerst heftig, ey. Wenn ich jetzt gedacht hätte, nur der Typ mit dem Hammer, okay. Oder nur der Drachentöter, auch okay. Aber beide gleichzeitig. Das ist schon mal eine Ansage. Ich habe wirklich keine Lust, immer diese riesigen Ritter hier jedes Mal wieder zu töten. Deswegen hoffe ich mal, dass wir die irgendwie abhängen können, wenn wir jetzt bis zum Nebel vorrennen, dass der Typ uns dann immer verfolgt. Ich hoffe, der ist dann aus der Aggro-Range raus. Oh Gott. Oh. Ja, die sind ja Gott sei Dank relativ langsam, die Typen. Der wird mir... Ach, die folgt mir locker. Bis zur Treppe hoch. Am Ende ist ja gar kein Zein. Aber hier ist gar kein Zein. Na, verpisst sich. Aber hier will uns niemand helfen. Na gut, dann müssen wir es halt weiter alleine versuchen. Bleibt uns ja nichts anderes übrig. Ja, scheiße, ey. Oh, fuck. Wie soll ich denn das machen? Alter. Was haben wir hier? Oh Gott. Oh, scheiße, ey. Wenn der unterbrochen werden würde, ne? Ah, der schlägt hier achtmal. Der Drachentöter schlägt dreimal auf dich ein und dann kommt als Last Hit noch der blöde Smaug und rotzt noch einen Schlag hinterher. Wie soll man da überhaupt ne in... Ich kann gar nicht mal labern. Wie kann man da überhaupt in Versuchung kommen, den zu hitten? Da kann man echt nur warten, bis der hier sein. Leute, ehrlich. Das ist so lächerlich. Wären sie einfach hintereinander gekommen. Oh, gutes Teamwork, meine Freunde. Ihr seid nicht schlecht. Scheiße. Das ist doch so unfairer Kack. Scheiße.
Ja, man muss echt hier Augen im Hinterkopf haben. Krasse Kacke. Wir können höchstens versuchen. Ah, nein! Nein! Und jetzt ein Hit. Nein! Ah, fuck! Nein! Nein! Oh Gott, bitte! Oh, shit. Oh, diese Kacke! Schießag noch 1000 Blitze, Leute! Alter, nein. 3 Estus nur noch. Wir haben nicht mal einen ansatzweise down. Die Säulen, das ist die einzige Hilfestellung, dass der Dicke an den Säulen hängen bleibt. Ja, so, immer schön zu den Säulen lenken, dann versuchen nach einem Angriff Dodge hier den zu treffen irgendwie. Ja, wir haben den Drachentöter fast tot, ne? Der frisst schon, wenn man mal treffen, frisst er schon richtig ordentlich. Oh. Jetzt machen wir einen Angriff. Gut, Leute, so. Das ist eine Variante. Oh, bin ich aufgeregt, ey. Oh. Nein, jetzt sind wir am Arsch. Oh, Gott. Scheiße, Mann! Oh, leck mich am Arsch. Jetzt schaffen wir es nicht mal mehr, einen scheiß Trank zu nehmen, oder? Schnell hinter die Säule. Nur noch 2 Estus, Freunde. 2 Estus. Und schnell weg, schnell weg, schnell weg. Alter, fickt euch. Wir haben den Drachentöter fast. Ich bin noch echt guter Hoffnung, dass wir es schaffen. Meine Fresse, ey. Ich nehme wirklich für jeden Angriff wenigstens halbwegs sicher sein. Ja, zurzeit läuft es gerade ein bisschen scheiße für uns. Und Alter, nein, 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 nein. Oh, Gott sei Dank bin ich gerollt. Haben wir gehittet wenigstens? Nee, ne? Ey Leute, die werden, glaube ich, immer schneller hier. Nein! Stirb doch endlich, ey. Drachentöter braucht noch einen Hit. Leute, ehrlich. Meine Hände sind total verkrampft hier. Oh, jetzt kommt er wieder angesprintet. Das könnte eine Chance sein. Ja, bitte, bitte. Stirb. So, jetzt müssen wir noch irgendwie eine Variante. Okay. Was passiert jetzt? Haut jetzt der Dicke ab. Das war so klar, ne?
Der muss ja noch einen Vorteil daraus ziehen, dass wir einen von beiden getötet haben. Scheiße. Auf keinen Fall leicht, ey. Nein! Warum rollt er denn so kacke? So, letzter Estus. Alter, was zur Hölle, ey. Ich weiß nicht, was wir noch machen sollen. Das ist das Einzige, was wir noch können. Versuchen, wenn er von oben schlägt, zur Seite zu rollen, hitten. Dann macht er noch sein Rage-Ding hier. Oh. Ja, wenn es das trifft, sind wir doch Matsch, ne? Wir können es schaffen, Freunde. Wir können es schaffen. Wenn wir jetzt immer schön konzentriert weiterfighten, können wir das Ding reißen. Oh. Ja, jetzt mal wieder so glücklich, dass wir keinen Schaden davon gekriegt haben. Bam. Die Hälfte ist weg. Ey, mein Herz pocht so derartig, ne? Nein! Ah, fuck! Scheiße, nein! Ey, wir waren so nah dran. Schade, Leute. 37 Minuten, was für eine lange Folge. Es war so knapp. Es war so scheiße knapp. Wir hätten es schaffen können. Schade. Wir versuchen es in der nächsten Folge noch einmal, Leute. Ich bin raus für heute. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. So eine Kacke, Mann. Das wäre so schön gewesen, wenn wir jetzt noch besiegt hätten. Aber nein. Schade. Naja, nächste Folge, nächster Versuch. Wir sehen uns, Leute. Immer schön weiterzocken. Ich muss mich jetzt erstmal eine Runde abreagieren gehen. Macht's gut.